Hallo Frankfurt! Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir stellen uns mal kurz vor, das ist Aisha Kamara, Medienwissenschaftlerin, Kommunikationstrainerin und Moderatorin für verschiedene NGOs aktiv. Und Hadija Haruna Oelker, Politikwissenschaftlerin, Moderatorin, Journalistin, arbeitet unter anderem beim Hessischen Rundfunk. Und ich möchte natürlich nochmal Danke sagen ans Berlin Boom Orchestra. Wunderbare Show. Großen Applaus vielleicht nochmal an dieser Stelle. Ganz laut! Mit dabei ist auch Iken, sie ist Gebärdendolmetscherin und begleitet uns heute auch durch den Tag, damit wir auch barrierefrei zuhören können. Auch ein großer Applaus. Ein Europa für alle, eure Stimme gegen Nationalismus. Und deswegen seid ihr heute hier und mit euch in 52 Städten Europas mehrere tausend Menschen. Großer Applaus für euch. In einer Woche ist Europawahl. Am 26. Mai heißt es nicht nur wählen gehen, sondern auch Haltung zeigen. Ja, und dass ihr Haltung habt, das zeigt ihr heute ganz deutlich. Und das auch nicht nur, indem ihr nächste Woche euer Kreuzchen setzt, sondern indem wir heute zusammen auf die Straße gehen, laut sind und sichtbar sind. Kurz zum Ablauf. Zunächst werden jetzt einige der Bündnispartnerinnen das Wort an euch richten. An dieser Stelle auch einen ganz großen Dank an alle, die hier organisieren und mitgemacht haben, auf der Bühne, hinter der Bühne. Ohne dieses Engagement wäre so eine große Demo hier nicht möglich. Also an dieser Stelle auch nochmal einen großen Applaus und vielen Dank an die zahlreichen Bündnispartner. Um 13 Uhr starten wir mit dem Demozug und um ca. 14 Uhr sehen wir uns dann alle wieder hier. Habe ich irgendwas vergessen, Hadija? Nee, ich glaube, du hast alles gesagt, aber bei jeder Demo gibt es natürlich auch einen Demoleiter, der die Demo offiziell eröffnet und das ist Roland. Hallo Roland. Roland, was müssen wir beachten? Was haben wir vergessen? Hallo zusammen. Also erstmal, wir wollen hier heute ein deutliches Zeichen für ein anderes Europa setzen, gegen Nationalismus und gegen Fremdenfeindlichkeit, für ein anderes Europa, das halt eben auch für Solidarität für alle letztendlich steht. Meine Aufgabe ist es hier, die Demonstration offiziell halt eben hier zu eröffnen und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Tag. Das ist eigentlich das, was ich hier sagen wollte. Und ja, ich frage mich manchmal, europäische Gemeinschaft, was heißt das eigentlich? Oder anders auch gefragt, wer darf mitmachen und wer nicht? Soziale Ungleichheit gibt es nämlich nicht nur innerhalb Deutschlands oder auch innerhalb Frankfurts, sondern sie ist besonders groß, wenn wir uns den gesamteuropäischen Blick angucken. Denn, und dann kommt noch dazu, ist jemand nicht funktionsfähig für das sogenannte System, dann heißt es Teilhabe ausgeschlossen. Der Paritätische Hessen ist der zweitgrößte Wohlfahrtsverband in diesem Bundesland und setzt sich für die Belange der sozial Benachteiligten und Ausgegrenzten ein. Er fordert ein soziales Europa. Seit 2017 ist Dr. Jasmin Alinagi Geschäftsführerin dieses Verbandes und unter anderem war sie bereits für die EU, für die Vereinten Nationen zuständig und sie hat auch internationale Unternehmen in Sachen Interkulturalität beraten. Aber um eins ganz gleich und ganz klar zu sagen, wir sind nicht hier, um die EU zu bejubeln, so wie sie ist. Ganz im Gegenteil. Wir wollen protestieren gegen die himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit und die horrende Armut in Europa, an der diese EU mit Schuld ist. Ein Viertel der Bevölkerung in der EU ist von Armut und Ausgrenzung bedroht. Das sind fast 120 Millionen Menschen. Um diese Zahl begreifbar zu machen, das sind 1,5-mal so viele Menschen, wie in Deutschland wohnen. Dafür ist die Politik dieser EU, so wie sie heute ist, mitverantwortlich. Wir sind heute hier, um die europäische Idee gegen die Nationalisten zu verteidigen. Wir gehen heute gemeinsam hier auf die Straße gegen die Rechten, die in Polen und Ungarn die Menschenrechte aus den Angeln heben.
gegen die Rechten, die in Österreich, Achtung Österreich, rassistische Politik machen und den Sozialstaat demontieren. Gegen die Rechten, die in Italien die Seenotrettung kriminalisieren. Aber wir sagen auch, ein Weiter-so darf es in der EU nicht geben. Die neoliberale Politik der EU hat Europa gespalten und an den Abgrund gebracht. Wenn wir sie nicht von Grund auf verändern, hat diese EU keine Zukunft. In Europa werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Das muss die EU stoppen. Wir sind heute auf der Straße für unsere Vision eines anderen, eines gerechteren Europas, für ein solidarisches Europa, für ein Europa, das die Armutsbekämpfung an erste Stelle stellt, für ein Europa, in dem Menschenrechte und gemeinsame Werte im Mittelpunkt stehen und nicht die Profitinteressen der Unternehmen. Die EU braucht nicht nur wirtschaftliche, sondern vor allem auch soziale Stabilitätskriterien. Wir brauchen europaweite Mindeststandards bei Lohn, Rente, Grundsicherung. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen fordert eine Aufwärtsspirale im sozialen Bereich, eine soziale Infrastruktur, die allen Menschen in allen Ländern der EU ein würdiges Leben ermöglicht. Wir fordern von dieser EU, die Armut endlich in die Geschichtsbücher zu versammeln. Wir sind so viele hier heute, das macht mir Mut. Geht wählen am nächsten Sonntag. Lasst uns weiter zusammenstehen für ein solidarisches Europa. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen.